Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Akatoto beim Clan Bettest. Ja, Sturmschäden beseitigen, eine neue Folge Dorfbesuche und wir gucken mal, ob der Toto hier vom Clan Herausforderer auch die Sturmschäden schon beseitigt hat. Nein, hat er noch nicht, also der hat hier in jedem Fall noch einiges zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, also wir haben die Sturmschäden hier relativ gut überstanden, allerdings auf dem Nachbargrundstück, was hier direkt grenzt, sind doch einige Tannen gefallen und dazu müsst ihr allerdings wissen, ich wohne neben einem Friedhof und Tannen haben bekanntlich die Wurzeln nicht tief in die Erde, sondern eher breit gefächert und da hat sie doch die eine oder andere Tanne gerissen und es ist etwas lichter geworden hier. Ist aber nicht so schlimm. Wir gucken mal, ob eure Dörfer hier den Sturm gut überstanden haben und fangen jetzt auch mit der ersten Tech an. Es ist ein alter Bekannter. Was heißt Bekannter? Ich habe ihn kurz mal kennengelernt, Clan War Beast, und er ist ein Rathaus 10, schon sehr, sehr lange, 1128 CK-Sterne und er ist ein Maxed RH10. Ich glaube, der hat auch keine Anstalten gemacht, hier jemals auf 11 zu gehen, denn ich habe ihn so gut vor einem Jahr mal kennengelernt. Er ist, glaube ich, ein Kumpel von einem anderen YouTuber und hat das allerdings auch so preisgegeben, dass man nicht gut mit ihm klarkam, muss ich sagen. Der eine oder andere bei uns aus dem Clan hat ihn leider sofort auf den Kicker gehabt, warum auch immer. Letztendlich hätten wir ihn natürlich gerne mal im CK mitgenommen, denke ich mal. Aber er ist hier beim Clan The Raid und hat hier nichts mehr zu tun. Ihr seht das, hier ist alles maxed out an Truppen und auch an Helden. Und ich denke mal, die Base hält auch gut. Vielleicht ist mal so ein Trophy-Push notwendig, damit das hier auch mal so ein bisschen Richtung Legende geht, aber er war schon ein Champions 1, also kurz vor Titan und ich denke mal, ist einfach ein Account, der bespielt wird und sieht eigentlich gut aus. Defenses 27 hat diese Base hier gewonnen. Ich habe mir davon einen Screenshot gemacht, mal sehen. Ich muss für meinen RH10 ja auch mal ein bisschen was anderes an Farmdörfer an den Tag legen, als das, was ich jetzt habe und sonst finde ich den Account aber gut, fand ich damals auch schon sehr, sehr gut und ich ziehe mir schon mal die nächste Tech in meine Zwischenablage rein. Das kennt ihr auch. Und es ist, ja, mit Leerzeichen natürlich, es ist der Smoking Support. Und da, ja, es richtig, ist der richtige Tech. Ich dachte, ich hätte gerade den falschen Tech gehabt. Ist auch ein RH10er, aber noch nicht, ich glaube noch nicht so super lange RH10. Allerdings, Helden, schon auf RH9 nicht voll durchgemacht, aber er wollte unbedingt ein RH10er sein, denn er wollte sich unbedingt meine Base nachbauen. Vorbildlich hier. Allerdings steht diese Mauer, gehört vielleicht hier rein oder da ist eine Sprungfalle, da in dieser kleinen Lücke hier am Bogenschützenturm. Ansonsten kann ich natürlich einiges zu der Base sagen. Die Base hält. Und zwar hat die Base bei mir gehalten. Ich glaube, ich habe sie bis Titan 3 gehabt. Bis Titan 3 hat sie gehalten, also nicht immer, aber immer öfter. Und ist halt eine Save the Dark Base. Der Elixir Storage hier ist in der Mitte und der Rest deckt hier eigentlich relativ gut, zumindest die Luftabwehren ab hier. Der Bogenschützenturm, ich habe lange mal überlegt, ob ich den nicht mal tausche, so ein bisschen mit dem Elixierlager. Aber das kann man ganz individuell machen. Und ich denke, die Base hat bei mir lange, lange gut gehalten. Ich habe sie ja jetzt auch nach wie vor mit dem Avatar als Rathaus 10. Und wer von 9 kommt, der hat erstmal eine einfache Base. Denn hier sind nur die Sachen hier hinten angeflanscht, hier auf dieser Ecke. Wo ich hier, ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger. Der ist ja nach wie vor schwarz. Ich hasse weiße Mauszeiger. Und die Ecke hier unten. Und dann hat man erstmal eine schnelle RH10 Base. Ich glaube, er ist auch noch nicht so lange RH10. Aber ja, du solltest unbedingt die Helden hochklopfen. Denn es hilft nichts. Die müssen einfach hoch. Das sind die Keyplayer hier. Ansonsten sind die Truppen hier auf Rathaus 9 auf jeden Fall da gewesen. Und hat jetzt auch schon 5er Valkyren hier. Hat aber noch nicht wesentlich mehr gemacht. Also bei Rathaus 10 geht natürlich einiges. Aber er hat die Bogenschützin hier. Die Max-Truppe habe ich ja als allerletztes gemacht und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das kann was werden, wenn die Helden hier mit hochgehen. Also schönes Ding hier. Und ich habe den nächsten hier bei mir drin. Ohne Leerzeichen, auch nicht schlecht. Es
ist Urahara vom Clan Luxusmotel und ich soll nichts zu seinem Skelettzauber sagen. Okay, mache ich auch nicht. Du hast ihn nämlich nicht, deswegen kann ich auch gar nichts dazu sagen. Also du hast die dunkle Zauberfabrik noch nicht ausgebaut, aber ich weiß, glaube ich, so ein bisschen, wo dein Fokus drauf lag. Ihr seht das hier auch anhand der Truppen. Die sind super. Und da geht natürlich noch einiges an Truppenleveln, aber wenn ich mir jetzt so die Base angucke, dann erkenne ich, dass du als erstes, glaube ich, die Queen hochgeklopft hast. Jetzt klopfst du den King als nächstes hoch und so ein paar Bauarbeiter sind hier beschäftigt mit den Archer-Towern. Also erstmal den Punktschaden hier hoch machen. Hier hinten ist noch einer. Hier ist ein Bauarbeiter am King bei und keine Infernos, das deutet auf einen Punkt 5er hin. Jetzt, und er hat natürlich Mauern gemacht, das sieht man hier. Also er hat das ganze Gold hier erstmal in die Mauern verbraten und weniger in die Defense. Hat allerdings schon ein Level den Flächenschaden hier hochgebracht. Und auch die Luftabwehren sind hier schon auf Rathaus 10 Status. Das ist natürlich super. Planburg muss ich nicht zu sagen. Die ist natürlich auf 35 Truppen. Und allerdings muss ich mal, ich stelle einfach mal die Frage, warum spielst du einen 9-5er, wenn du kaum CK spielst? 217 CK-Stellen ist natürlich echt wenig. Und oder es geht nur um das damalige Pushen oder so. Also einfach mal ein bisschen mehr CK spielen. Und der Account, denke ich mal, der ist in Ordnung hier. Erstmal voll die Queen hochgezogen und dann den King. Kann man natürlich auch so machen. Und ich habe das ja ähnlich gemacht, allerdings in 5er Schritten. Also immer 5 Schritte Queen, 5 Schritte King. Und das behalte ich auch so ein bisschen so weiter. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe hier ein Update, also jemand, der sein Dorf hoffentlich aufgeräumt hat. Es ist der Baba Hüs, der Fähner vom Clan Troopers 2, also ein alter Bekannter. Und er ist mittlerweile Rathaus 10, jawohl. Und wir schauen uns die Base an. Lach, lach. Ja. Also auch eine Base, die hat sich, eigentlich hat sie sich noch nicht verändert, denn ihr seht, er ist mal gerade so Rathaus 10 und ist aber auf dem richtig guten Weg. Das war also Max Out 9er, wenn ihr euch erinnern könnt. Hat jetzt schon mal die Mauern rausgebracht, auch gleich eine andere Farbe gegeben. Habe ich auch mal gern gemacht, dass die nicht so als Level 1 Mauern da rumstehen. Hier unten wird das Labor hochgeklopft. Das dauert natürlich ein paar Tage. Dunkle Kaserne hier geht schon mal auf Bowler-Status, das ist auch super. So hat er schon mal wenigstens mit einer Kaserne die 9 Truppen für sich. Und hier hinten gehen die anderen Sachen hoch. Also der X-Bogen, der dritte geht hoch. Der Archer Tower hier ist schon rausgebracht. Und hier geht der erste oder der zweite Bomben-Tower mit rein. Jetzt muss man mal gucken. Ja, mal sehen. Ich lasse mich überraschen, ob der Baba hier auch einen 9-5er spielen wird oder ob er sagt, nee, ich hau den Infernos raus, weil später nehme ich auch den Adler. Also ich denke, schöne Base hier und die hat hier natürlich auch schon öfter mal gehalten, entweder per Drop oder sie hält halt, weil es eine gute Base ist und das sieht gut aus hier. Das war Max RH9, also Baba ist auf dem richtig guten Weg, ein Rathaus 10 zu werden. Super Sache. Super Sache und ja, bisher noch kein Sturmschaden zu entdecken bei euch. Auch beim WD nicht, der mir geschrieben hat, dass er sich jetzt zum dritten Mal bewirbt. Ja, das mag sein, dass du zweimal vorher abgefarmt warst. Dieses Mal bist du nicht abgefarmt. Und es ist ein Rathaus 9er, der hier die X-Bogen erst auf 1 hat. Das heißt, vom Ranking her im CK wahrscheinlich relativ weit unten ist. Denn seine Helden mit 23 und 21, finde ich, sind relativ hoch. Und ist, glaube ich, ein gutes Dorf. Hier wird die zweite Kaserne, denke ich mal, hochgeklopft. Ah, nee. Doch, die zweite Kaserne wird hier hochgemacht, ist ja noch kein Zehner. Und ich denke mal, hier unten, wo die Mauer steht, da lauern wahrscheinlich so ein paar Bombenfallen Teslas. Und das Dorf hier gefällt mir ganz gut, glaube ich, zum Farmen. Und hier gibt es auch noch einiges zu tun in der Base. Ich hätte mal fast gesagt, hier ist der Fokus auch stark erstmal auf die Helden gelegt worden und weniger auf die Base. Denn hier gibt es immer noch hier aus Rathaus 8 Zeiten, beziehungsweise der wurde ja nachgebaut. Hier geht der erste Archer Tower auf 11 und ich glaube, da hat man erstmal, oder du hast erstmal stark den Fokus auf die Helden gelegt und weniger auf die Truppen, beziehungsweise auf die Base selber. Aber ich glaube, das sieht gut aus hier. Und in Kristall 2, ja, hat sie ab und zu schon mal gehalten, 322 Attacks 1, das ist natürlich Aktivität pur, keine Frage, sieht sehr gut aus, vielleicht ein paar CK-Sterne mehr, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so
schlimm hier. Jetzt habe ich eigentlich eine Base, da habe ich einen Tag dran, da steht dran gezeigt. Da muss ich eben mal schauen, warum ich das da dran geschrieben habe. Und es ist Blauer Drache, Supremos. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal hatte. Es ist ein Rathaus 8er, dem jetzt noch die Schweinereiter auf 4 fehlen und der Golem auf 2 plus die beiden Zauber. Und ich weiß nicht, ob ich das Dorf letztes Mal schon hatte, aber es ist bei mir rot gefleckt und rot ist bei mir der Filter, dass ich den schon mal gezeigt habe. Ist aber ein Rathaus 8, der jetzt hier seinen letzten Wizard Tower hochklopft. Der Rest der Base hier, sehe ich eigentlich auf einen Blick, ist maxed out und es gehen schon die ersten schwarzen Mauern hier hoch. Jawohl, das geht hier reihum. Ja, das kann man machen, wie man meint, außenrum oder von innen nach außen oder querbeet. Ich habe es immer ganz gern gemacht, von innen nach außen die Mauern gemacht, also erstmal innen schwarz und dann außen so Sektion pro Sektion, aber es sieht gut aus hier in, wo ist er, in Bronze 3, hält die Base sogar 31 mal 30, Attacks 1 ist natürlich wenig, ich weiß es selber so als Rathaus 8er, ihr seht das hier, Elex ist relativ voll und er kann er eigentlich nur eine Elex-Truppe machen, er kann auch, hier hinten die Farmtruppen gehen noch, das heißt Bogenschützen, der Riese kann auch hochgehen, Kobold kann auch hochgehen, Mauerbrecher kann auch hochgehen. Also in jedem Fall kann man hier noch mit Elex was machen. Wutzauber und auch Blitzzauber können, glaube ich, noch auf ein Level höher. Und ich schaue mal, ob das aktiv ist hier. Jawohl, Labor läuft, also sieht gut aus hier. Und ich würde sagen, wir versüßen uns die erste Pause mit einem Rathaus 8 Live-CK-Angriff. Der schlummert hier schon seit dem 15.12. rum von Lars Connor. Und wir sehen einen Go-Hock, so wie ich das sehe, auf Rathaus 8. Sehr, sehr schön. Ihr wisst, das ist auch eine meiner Lieblingsarmeen, vor allen Dingen im Rathaus 8-Level-Bereich gewesen. Und er ist vor allen Dingen noch mit Dreier-Hocks hier unterwegs. Und die Base, ja, die ist noch nicht maxed out. Also passt das eigentlich sehr, sehr gut. Also seine Truppen, mit denen er hier angreift, passen sehr, sehr gut zur Base. Denn ihr seht, die Kanonen sind noch nicht ganz ausgebaut. Die Bogenschützinnen. Auf dem Turm sind noch nicht ganz ausgebaut. Schade, die Mauerbrecher leider dort in einer Riesenbombe gestorben. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, denn er schickt seine Schweinerei jetzt nämlich richtig schön hinter die Magier gleich durch diese Base hier durch. Ich weiß gar nicht, ob der Gegner Clan-Truppen hatte. Naja, das sieht mir fast so aus, als wenn hier keine Clan-Burg-Truppen drin sind. Oh, und da kommen auch noch Hawkrider aus der CB. Ja, da haben die Frontflitzers hier ein bisschen Glück gehabt, dass der Clan Secret Silent hier keine Clanburg-Truppen drin hatte. Da ist natürlich ein leichtes Spiel, da kannst du hier wirklich eigentlich alles einfach in die Base reinschicken, denn du musst dir gar keine Gedanken drum machen, wie schaffe ich die Clanburg, und er haut hier zwei Heilzauber, ja, nicht ganz so gut raus, aber die erfüllen natürlich ihren Zweck gegen so eine Base hier, die ist ja echt lütt. Da kannst du ja fast mit allen drei Heilzaubern kannst du hier ja die Base mit Heil belegen und die Hocks sind in Dauerheilung, also schön gemacht hier. Da hinten noch die Riesenbombe, die macht jetzt natürlich auch nichts mehr. Und jetzt geht das hier an die letzte Defense. Der King instant tot. Also den hat es ja jetzt mal gerade instant umgehauen hier von den Knüppeln. Ich meine, da haben jetzt auch gerade gefühlte 12 Schweinereiter einmal ihren Hammer geschwungen. Und schöner Angriff hier vom Lars Connor. Ich hatte den, wie gesagt, das Video ja schon ein bisschen länger bei mir. Beziehungsweise ich bin jetzt die Tage erst wieder ins Postfach reingegangen und habe mir diesen Angriff rausgezogen. Schön gemacht hier. Schöne Schweinerei vom Lars Connor. Ja, was habe ich eben gesagt? Schöne Schweinerei vom Lars hier. Sorry, dass das so lange jetzt gelegen hat. Ich habe mein Postfach vom Toto Clash 1 erst die Tage gesehen und habe da das Video noch entdeckt, dass es bei mir noch rumschlummert. Und wir gucken aber weiter. Uns die Schäden hier an euren Bases oder die Schäden an meiner Tastatur oder meiner Zwischenablage, die immer mal wieder ein Leerzeichen aufweist. Und es ist der Flash 2, auch vom Clan True Warriors 2. Also einige meiner Community-Leute oder aus meiner Community sind natürlich in meinen Clans, wo ich schon mal gewesen bin. Und im Clan True Warriors 2 war ich natürlich auch schon. Er ist ein Rathaus 10 hier mit 352 CK-Stellen. Das ist noch nicht so super viel, aber er ist super aktiv für 413 Attacks gewonnen und 73 Defenses. Dann gucken wir uns die Base auch mal an. Und wir sehen hier auch eine Toto Clash Base. Okay, ihr braucht die nicht nehmen. Aber wenn ihr der Meinung seid, die hält, also bei mir hat die mal gehalten. Das ist ja auch eigentlich nur eine Base aus dem Internet, die ein bisschen modifiziert ist.
und hier mal ein Böhmchen verlegt und da mal einen Tesla verschoben. Mehr ist das eigentlich nicht. Aber wie gesagt, die hält nach wie vor und er klopft hier die Queen hoch. Da sehe ich hier den Bauarbeiter und King ist auf 21. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr so ganz der Defense-Mann, der sagt, oh Mensch, Helden nicht auf 30, scheiß Account. Nein, ich bin halt so, ich maxe alles durch, weil ich auch alle Zeit der Welt habe. Es geht einem ja nichts verloren hier bei Clash of Clans. Und nur weil jemand die Infernos haben will, muss er nicht unbedingt auf Rathaus 10 gehen, wenn seine Helden erst 20 sind. Und ich weiß, die Rathaus 9er haben immer noch das Problem, dass denen die Lage überlaufen, weil die Base durch ist. Man sieht das auch hier, ist er schon dabei, die Mauern hier auf 11 zu ziehen. Also auch das geht hier in diesem Bereich sehr, sehr gut, muss man sagen. 3 Mille kosten die und wenn du die immer mal über hast mit Gold oder Elex, dann machst du eben mal eine. Und irgendwann sind dann auch die 200, ich glaube es sind 75 Mauern hier, auf Rathaus 10. Dann maxt, aber sieht gut aus hier. Der X-Bogen hier geht schon mal auf 3 erstmal. Er hat die anderen beiden schon auf 4 gezogen, so wie ich das sehe. Nee, der ist noch schwarz, aber sieht gut aus hier. Und hier lag auch erstmal ein bisschen woanders der Fokus. Er hat 42 Truppen, das ist auch super. Kann ich euch auch immer wieder sagen. Macht auch die, vergesst die Armeelager nicht. Auch zu Anfang gleich eins starten. 10 Tage laufen die hier, die laufen ja richtig lange. Und wer Rathaus 11 ist, das wisst ihr, da laufen die nochmal 14 Tage pro Lager. Dann könnt ihr euch eben mal ausrechnen, wenn ihr einen Bauarbeiter auf die Reise schickt, einmal rum um eine Base mit 4 Lager, dann sind schon mal anderthalb Monate weg. Und das sieht aber gut aus hier. Ja, ihr wisst, die Base hält. Truppen sind hier auch super, da ich den Account ja auch kenne und auch schon mit ihm gekämpft habe. Geht hier natürlich noch einiges. Er hat auch die Bogenschützin hier auf 7. Okay, wenn man damit farmt, gar keine Frage. Macht er das denn eigentlich? Ja, er nimmt natürlich seine Max-Truppen hier. Und aber Riese noch auf 7 dazu. Das ist wirklich ein super Pärchen. Kann ich dir nur empfehlen. Den habe ich immer so als zweites, drittes gemacht, wenn ich abgedatet habe. Denn der ist wirklich nicht schlecht auf 7. Aber sieht gut aus hier. Hast du gut gemacht, Flash. Und es ist übrigens nicht der Flash Lupe, den ihr aus True Warriors 2 oder so kennt. Oder aus True Warriors 1. Sondern es ist ein ganz, ganz anderer Flash. Wir haben hier den Nils Jansen vom Clan Darmstadt XP31. Er ist ein Rathaus 11. Okay. Mit ziemlich kleinen Helden, also nicht mal auf 9 ansatzweise die Helden auf die Hälfte gebracht, muss man sagen. Zauber lassen auch noch zu wünschen übrig. Da fehlt auf jeden Fall noch der Klonzauber. Es fehlt der Skelettzauber und die Truppen sind... Okay, er hat die Drachen auf 6. Ja, er hat die Drachen auf 6. Wir gucken uns mal die Base an. Oh, die steht sogar. Also kein Sturmschaden hier beim Nils Jansen. Aber ich denke mal, das ist hier stark gerusht. Keine Frage. Und da hast du reichlich nachzuholen. Oder auch nicht, aber ich finde es eigentlich nicht so gut. Der zweite Inferno geht jetzt erst auf Level 2 und der Rest der Base hier ist ja so ein bisschen so ein bunter Mix aus 8. Also hier haben wir, nee, da haben wir schon 9, hier haben wir 10, hier haben wir 11 mit dem Adler, oh Gott, okay. Die Luft abwehren, also so richtig toll finde ich diese Base nicht. Aufgrund des Adlers wird sie natürlich ab und zu mal halten, ja, 49 mal schon gehalten. Und das ist aber gewesen, 181 CK-Stellen ist auch nicht gerade viel. Also so ein Account hier, der ist ausbaufähig, aber da hat man natürlich reichlich zu tun. Und vor allen Dingen mit den Helden Warden auch. Jetzt erst auf 5 und wahrscheinlich 220 Truppen. Also hier geht natürlich noch einiges. Und ist mal ein Beispiel, wie man es eigentlich nicht machen soll, Nils. Aber vielleicht weißt du jetzt so ein bisschen, wo es lang geht, wenn du meine Dorfbesuchsfolgen immer schön verfolgst und so ein bisschen die Tipps und Tricks und die Leerzeichen von mir auch einfach mitnimmst. Deswegen springe ich auch gleich auf den nächsten. Das ist der Turok hier vom Clan Emanuel. Er ist ein Rathaus 10er. Oh, das sieht gut aus. Titan League und Truppen sind gut durch hier. Da geht noch ein bisschen am Päcker. Da gehen die Farmtruppen noch. Okay, hat er auch nicht gemacht. Ähnlich wie ich vielleicht gedacht, die braucht man nicht unbedingt, weil man die Kobolde nutzt. Und auch ein schönes Dorf hier, aber auch ein Rathaus 9.5. Okay, wenn das immer noch so bespielt wird mit dem Kriegsaccount bei Battest, da könnt ihr auf das Video von morgen gefasst sein. Da geht der Schuss immer nach hinten los, also nicht gegen Battest, sondern eher für Battest. Also wir freuen uns immer, wenn wir gegen Engineered spielen dürfen.
denn die kriegen von uns immer die Hucke voll. Und von daher ist das auch ein schönes Dorf hier. Ich denke mal, mit den X-Bögen hier um die Luftabwehren funktioniert auch die Defense hier sehr, sehr gut. Wir gucken mal, ob er hier gedefensed hat. Ja, erst zweimal, okay. In Titan 3 wird es natürlich oftmals von Elfern angegriffen. Und das sieht aber ganz gut aus hier. Helden sind auch schön hoch, gar keine Frage. Und geht, ja, im Moment geht natürlich in so einer Push-Phase, levelt man nicht unbedingt einen Helden, aber er ist jetzt dabei. 1, 2, ah, okay. Er macht alle drei Magiertürme hier auf einmal. Ich bin ja eher so ein Freund davon, nicht alles auf einmal einer gewissen Gattung zu machen. Also nicht alle Magiertürme auf einmal, sondern ich bin eher so der Freund davon. Ich mache das so ein bisschen im Mix immer. Magierturm, Bogenschützenturm und eine Kanone. Und dann auch auf verschiedenen Seiten, dann ist man nicht ganz so anfällig. Und da hinten pennt der King aber auch nur. Ja, sieht aber auch ganz gut aus hier beim Turok. Und ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Aber ein 9-5er hier, truppenmäßig, sieht sowieso gut aus. Das passt in jedem Fall. Und die nächste Tech Search Players. Wir schauen mal rein mit dem Leerzeichen. Es ist der Levtrix 1337 vom Clan Frieslandwölfe. Er ist ein Rathaus 9 und so wie ich das sehe, 10er King, 4er Queen, noch nicht ganz so lange auf Rathaus 9, aber er hat schon die dunkle Kaserne. Die erste zumindest, denn er hat hier schon mal Hexen. Das ist eine gute Geschichte, habe ich mir die Tage auch sagen lassen, denn auch mit kleinen Helden ist ein so ein Witch Lab, also mit Angriff mit Hexen, schon gar nicht mal so uneffektiv. Und das sieht aber gut aus hier. Hier gehen auch die ersten Lager. Also das erinnert mich hier im Moment gerade so ein bisschen an den Chief, denn der Chief ist ja auch gerade mal so auf Rathaus Level 9 und ich glaube, der Leftrix hier ist genauso weit. Und jetzt muss ich mal schauen, was er mir eigentlich an Kommentar noch hinterlassen hat. Ich habe die Kommentare jetzt noch so ein bisschen nebenher auf, denn den einen oder anderen Kommentar, jetzt finde ich das aber leider nicht, lese ich dann doch gerne vor, was es mit dem Dorf so auf sich hat, wie eben mit dem Skelettzauber. Aber ich glaube, das sieht hier echt gut aus. Und schöner Start auf Rathaus 9. Die Clanburg geht leider noch nicht hoch. Die habe ich jetzt schon im Bau. Aber wie gesagt, er hat das erste Lager hier schon fertig. 205 Truppen. Das dauert bei mir auch noch 2 Tage. Und lass die X-Bögen bitte erstmal auf 2. Zieh erstmal deine Helden so ein bisschen hoch, dass die auch zu den X-Bogen passen. Und ist hier ein Bauarbeiter bei der Queen. Ja, super. Queen geht schon auf Level 5. Also auch hier schöner Start. RH9 Account. Und die Base, denke ich mal, ja, die wird sicherlich hier unten auch mal halten, 11 Mal gehalten, 112 Angriffe, also auch er ist aktiv, aber vielleicht spendenmäßig sieht es bei dir ganz mau aus. Nicht, dass du mit deinem Clan da mal Probleme kriegst. Und truppenmäßig war er, glaube ich, dann Max RR8. Ja, der war auf jeden Fall Maxed Out RR8, super Sache. Und er ist auf jeden Fall, finde ich, auf dem guten Weg ein, hoffentlich guter Neuner zu werden. Also mach die Base nicht so schnell wie deine Helden, nicht leveln, hau die Helden hoch und dann wirst du, denke ich mal, ein cooler RH9 werden. So, eine Tech habe ich noch für euch, bevor es in die zweite Pause geht. Nein, wir sind noch lange nicht am Ende. Oh, da fehlte, glaube ich, jetzt die 9. Es ist der Xizuma vom Clan Cloud 21. Auch ein Wiederholungstäter bei mir. Aber Update habe ich ja gesagt, wenn ihr ein großes Update hat und er hat eins. Er ist nämlich jetzt Rathaus Level 11. Er ist Rathaus Level 11 und ich schaue mir mal seine Base an, wie er es plant. Okay, er spielt also einen echten Elfer, hat auch Infernus draußen, der da vorher schon gehabt, hat den Adler rausgebracht, damit ist er eigentlich ein echter Elfer. Und es geht super hier in der Base los. Ihr wisst selber, der Elfer hatte ja jetzt nochmal ein Armeelager dazugekriegt, also ein Armeelager-Level. Und er, so wie ich das sehe, hat er hier noch keins im Beschlag. Ist auch sehr, sehr schwer zum Start von 11 schon mal ein Armeelager zu machen, denn A kostet das richtig Asche, also an Elex, und B willst du natürlich so ein bisschen deine Base weiter ausbauen. Macht er hier auch. Hier unten gehen die Mauern schon hoch. Adler ist schon draußen. Und diese Def hier, also die man nachbauen kann, das ist ja nur der Wizard Tower, der Bogenschützenturm und wo ist das Kanönchen? Da ist das Kanönchen. Da ist das Kanönchen. Die gehen hoch plus hat dann er überhaupt schon draußen? Jetzt muss ich mal gerade schauen. 1, 2, 3, 4. Da geht der vierte X-Bogen hoch. Also richtig schöner, frischer Elfer hier. Und ich denke mal, super Start. Ähnlich wie meine Wenigkeit das gemacht hat. Also erstmal voll durchgemaxt. Die Truppen auch. Ich glaube, beim Xizuma fehlt hier
auch nicht eine einzige Truppe. Ah, der Packer hätte noch hochgekonnt. Okay, also ich finde den Packer ist eine gute Truppe wieder geworden und kann ich dir sagen, level den ruhig. Der hätte ja noch 2 Level vertragen können bis auf Level 5, denn ich nehme ihn auch als Rathaus 11er gerne mit. Aber der Rest ist hier natürlich voll auf Status Rathaus 10, 154 gewonnene Attacken, also auch da, klar, als Elfer bist natürlich erstmal hyperaktiv, 48 Mal gewonnen, auch nicht schlecht, und dann bist du plötzlich nämlich in der Meister League, genau wie ich auch, ich muss immer wieder ein paar Pokale droppen, also schönes Ding hier, schönes Update, ich hoffe, es hat dich gefreut, dass ich dich nicht übersehen habe, super Sache, und wir kommen einfach mal zur zweiten Pause. Ja, die zweite Pause läute ich eigentlich mal mit mir ein, denn ihr seht das hier, ich bin in Nöten, denn ich komme kaum zum Spielen und in einer Stunde 36 Minuten ist mein Warden auf 14 fertig. Ja, 14. Meine Queen ist mittlerweile 44 und ich habe mir mit einem Buch hier den Inferno Tower, glaube ich, komplett einmal durchgegammt. Das heißt also, ich habe nicht gegammt, sondern ich habe das Buch genutzt und muss jetzt allerdings reichlich reinfarmen. Meine Schweinereiter sind auch in 6 Stunden fertig, also boah, ich habe gut was zu tun. Und ihr seht hier immer noch, ich bin immer noch mit der Funny Farm Armee unterwegs und suche mir mal eben Gegner. Mache also einen kleinen Cut, bevor ich euch mit Suchen nerve. Und die Suche hat ein Ende. Ja, manchmal treffe ich natürlich auf Bases, da ist alles, da ist ja kaum was jetzt hinter den Mauern bzw. vor den Mauern, so wie hier. Hier kann ich erstmal so ein bisschen was mit Kobolden aufmachen bzw. mir ein bisschen was mit den Kobis mitnehmen. Gar nicht mal so viel hier. Fix an der Maus geklickt, hier auch nochmal einen Riesen reingesetzt, um hier noch einen Bohrer mitzunehmen, denn ich brauche Dunkles unbedingt. Und den Rest der Base hier muss ich allerdings so ein bisschen anders machen. Ich will nicht ganz alles verschwenden hier. So, das ist jetzt auch alles eigentlich gewesen, was jetzt außen ist. Also hier ist noch nicht so viel geschehen und ich würde sagen, das war ein aktiver Account hier, aber wir müssen hier jetzt mal richtig reingehen. Das machen wir jetzt auch. Hier haben wir schon alles aufgesprengt. Dann gucken wir mal, ich habe sie jetzt zwar so ein bisschen hier komisch reingepackt, aber wir nehmen jetzt mal ein paar Magier hinter die Riesen und gucken mal, dass wir jetzt ganz angenehm hier in die Base kommen. Jetzt spamme ich vor allen Dingen meine Kobis hier rein, rechts und links, beziehungsweise ich habe hier nur hier das Compartment offen bekommen. Ich gucke mal, ob ich in die Mitte muss. Nee, ich muss nicht wirklich in die Mitte. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen noch was mitnehmen mit den Kobolden hier und mal sehen, die gehen jetzt noch zu der Seite, die packe ich hier einfach mal in Wut rein, zünde einfach mal meine beiden Helden und mal sehen, was wir hier jetzt mitgenommen haben. Ich verbrauche jetzt nicht alle Zauber, denn ich muss ein bisschen Elex sparen. Verlieren können wir hier ruhig, das macht auch mal so gar nichts. Mal sehen, was wir dem jetzt geklaut haben hier. Also manchmal hast du natürlich die Farmarmee da und dann triffst du auf so eine Base, wo alles hinter Mauern ist. Und da ich das hier im Moment an der Maus klicke, ist das immer ein bisschen schwierig. Mal sehen, die letzten beiden Magier hier, die werden auch nichts mehr reißen, glaube ich. So ein bisschen haben wir ihn ja geklaut, ist in jedem Fall ja eine aktive Base und war nur 1-2 Tage nicht online. Aber ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Das Dunkle nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit, denn in den nächsten Clanspielen wird es ein Heldenbuch geben und meine Queen soll erstmal auf 45 gehen. Danach ziehe ich den King weiter hoch und ich habe noch 3 Tags für euch. Die ziehe ich jetzt noch nicht rein. Ich muss kurz mal nachtrainen. Was habe ich denn verbraucht? Ich habe einen Wut verbraucht. Und so müssen wir es machen. Und dann fordern wir auch noch irgendwas an. Egal und Wut. So, Tech habe ich schon in der Zwischenablage. Und 3 Stück habe ich nämlich noch für euch. Die will ich nicht vergessen. Oh, den habe ich doch schon mal gehabt, den Halsmaul, oder? Oder hat er vielleicht ein kleines Update vom Clan No Mercy, ich muss mal schauen. Es kann sein, dass der damals Rathaus 8 war. Ich glaube, er war damals Rathaus 8. Ich glaube, das ist auch ein Update hier vom Halsmaul. Das ist auch ein komischer Name, aber okay. X-Bogen erst auf 1. Die Queen geht hier hoch auf 10 schon. Jawohl, wunderbar. 11 und 10 ist ein nettes Pärchen. Und ich glaube, der Account ist auch auf einem guten Weg hier. Ein schöner Start, 9er zu werden, also ist schon ein bisschen länger dabei, hat sich auch schon die 220 Truppen gegönnt, die hat man ja in 20 Tagen durch, 4 mal 5 Tage, ja. Und der Rest geht hier jetzt ganz,
Piano hoch hier, also wirklich schön. Ich denke auch eine schöne Bassie, die wird auch gut halten mit den Luftabwehren. Ah, die sind sogar schon hoch hier auf Rathaus Level 9. Zwei Stück hat er schon gemacht. Super Sache, fleißig, kann ich da nur sagen. Und er ist auch gut zugange, 223 Angriffe gewonnen, fast ein Angriff mehr gewonnen, als dass der Kriegssterne hat. Also mach ruhig ein paar Kriegssterne hier. Ich denke mal, du hattest auf Rathaus 8 nicht ganz alles durchgemacht. Erdbebenzauber und die Ox hättest du noch ein Level machen können, aber der Rest ist auf Rathaus 8 Niveau, das sieht gut aus. Und gerade die Hox, wirst du feststellen, eine starke Truppe, level die ruhig nach. Ich denke mal, Labor läuft auch bei dir, jawohl. Das Labor läuft da unten und schön gemacht hier, also auch vom Hals zum Maul ein Update hier. Super Sache, ich hoffe, ich liege da auch richtig. Vielleicht schreibt ihr mir das einfach in die Kommentare, wenn ich euch besucht habe, so nach dem Motto, danke Toto, dass du das gemacht hast. Ja, war richtig Update, dann weiß ich auch, dass ich da richtig liege. Denn so ein bisschen Feedback brauche ich immer so ein bisschen von euch, das kitzel ich immer raus. Was ich aber nicht rauskitzeln muss, ist hier vom Redback-AUT-Out vom Clan Scary 2 ein Rathaus Level 11, der vermutlich noch nicht so lange in diesem Clan ist oder zwischen Scary 1, 2 und 5 wechselt. Er ist ein Rathaus, ja, ein Rathaus 11er mit schon netten Truppen. Hier Bola sind da, Valkyren sind schon auf 6, Hogrider, also man sieht da schon, die CK-Truppen sind am Start und mal sehen, ob die Base auch gut ist. Ja, die Base ist ein, wie nennt man das eigentlich jetzt? 9,75, 11,03, ich weiß es nicht. Also keine Infernos, keinen Adler. Also ein reiner CW-Account, spielt auch CWs. 521 ist nicht gerade viel für einen Elfer. Und hat aber die Armeelager alle schon hoch, hat das alle schon hoch? Ja, sind alle vier hoch, also 260 Truppen hier, hat ja mittlerweile ein Rathaus 11. Und ich kann so einen 9,5er oder 9,75er gar nicht so wirklich bewerten, weil ich ja überhaupt kein Dorf habe, was überhaupt einen Punkt 5 darstellt. Deswegen kann ich mal sehr, sehr schlecht was zu diesen Dörfern sagen. Mit vier Bogenschützentürmen hier. Ja, okay, weiß ich nicht. Ich würde das vielleicht so ein bisschen anders aufteilen in den Compartments hier, aber er hat natürlich die Mauern schon stark gemacht. Und truppenmäßig sieht sowieso sehr, sehr gut aus. Wird hier oben auch ab und zu mal deffen, nämlich einmal erst. Ist auch sehr, sehr schwer, habe ich eben schon gesagt, den Titan. Und ich meine dann mit so einer Base, da schrecken dann auch keine Mauern mehr ab. Denn hier fehlt ja einiges an Defense und damit ist es schon sehr, sehr schwer zu pushen. Okay. Okay, ist auch mal so eine doofe Floskel. Letzte Base für heute. Es ist der Most Wanted vom Clan ohne Clan. Ich habe mir die Base vorher nicht angeguckt. Ich denke mal, der ist abgefarmt. Es ist ein Rathaus 7, glaube ich. Und ich denke mal, gerade so Rathaus 7. Mal gucken. Wir gucken mal trotzdem rein. Nein, aktiv, super. Ich glaube, heute keine einzige Base mit einem Sturmschaden. Finde ich natürlich wirklich super. Und ist also ein Rathaus Level 7, der sicherlich auch noch nicht so lange 7 ist. Wir gucken mal, ob hier eine Kaserne schon auf Drachen geht. Nein, keine Kaserne geht auf Drachen. Ist aber ein aktiver Account, denn er ist in einer Liga. Und okay, die Bobs schlafen allerdings alle und die sind, ja, die wurden schon mal abgeholt. Also ich glaube, es ist ein aktiver Account. Man sieht das auch an den Angriffen. Die 50 muss ja jemand gemacht haben in dieser Saison. Und das ist cool. Sieht sehr, sehr gut aus hier. Hat auf jeden Fall auf Rathaus 6 alles durchgemaxt hier. Das freut mich, 20 Truppen, mehr gehen hier so nicht rein. Das geht ja dann erst auf 8, auf 25 hoch. Und der Bohrer hier ist auf 1, den kannst du ruhig auf 3 ziehen. Also tu dir das ruhig an, dann musst du es nicht nachholen. Mauernmäßig sieht es auch sehr, sehr gut aus. Und die Base hat ja auch schon mal gehalten, 16 Mal. Also ja, das ist in Ordnung. Die müssten ja jetzt alle auf 8 sein hier schon. Die sind sogar alle schon auf 8, das ist Rathaus Level 7 Niveau. Die hier auch, ja, super, super gemacht. Keine Truppe gespendet, wem auch, er ist in keinem Clan, also kann auch keine Truppen receiven, außer er springt ab und zu mal rum. Die Truppen sehen gut aus hier, passt. Rathaus 7 als Abschluss hier der Sturmbeseitigungsfolge. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem, trotz des komischen Titels, ganz gut gefallen. Wenn dem so ist, dann wisst ihr, Daumen nach oben am Ende. Und wenn ihr euch sehen wollt, unter dem aktuellen Video, also unter diesem hier, eure Tag, am besten ohne Hashtag, denn die Hashtag her gebe ich jetzt erst wieder frei. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto.
Clashed.